Ich freue mich, wenn sich Einzelne in der Union jetzt auch zu einer Willkommenskultur bekennen. Aber machen wir uns nichts vor, da sind trotzdem noch immer eine Minderheit innerhalb der Union, die sich stark machen für eine Willkommenskultur, für eine gesteuerte Zuwanderung in den ersten Arbeitsmarkt, so wie wir das ja heute dann lesen konnten. Und morgen ist der Demografiegipfel der Bundesregierung eine ideale Möglichkeit, auch für die Union ganz konkret zu liefern. Ich bleibe bei unserer Forderung, wir wollen ein System der gesteuerten Zuwanderung in den ersten Arbeitsmarkt. Es gibt dazu beliebig viele Beispiele in der Welt und es wäre ein Beitrag, auch zu zeigen, ja, diejenigen, die zu uns kommen wollen, die mithelfen wollen, Wachstum und Beschäftigung möglich zu machen, sind bei uns herzlich willkommen. Und das kann man auch durch zum Beispiel Demografiegipfel morgen zum Ausdruck bringen. Das wäre jedenfalls unser herzlicher Wunsch. Und man könnte damit beides erreichen, unterstreichen der Willkommenskultur auf der einen Seite, aber eben auch ganz konkrete Unterstützung für den unternehmerischen Mittelstand auf der anderen Seite.